Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zum Abschluss der Münchner Sicherheitskonferenz ist heute die Zukunft der Europäischen Union Kernthema. Dabei spielt allerdings auch die Ukraine-Russland-Krise eine wichtige Rolle. EU-Ratspräsident Michel betonte, die europäischen Staaten seien sich bei diesem Thema einig innerhalb der Union, aber auch mit den transatlantischen Partnern. Die Europäische Union werde auf weitere militärische Aktionen Russlands mit massiven Sanktionen reagieren. Man stehe der Ukraine zur Seite, so Michel weiter. Aus der Ostukraine werden neue Zusammenstöße gemeldet. So sollen nach Angaben der pro-russischen Separatisten zwei Zivilisten durch den Beschuss der ukrainischen Armee getötet worden sein. Die hatte gestern den Tod zweier Soldaten gemeldet. Die Berichte lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Wie russische Medien melden, haben mittlerweile rund 40.000 Menschen die umkämpften Gebiete in der Ostukraine verlassen. Busse stehen bereit, um vor allem Frauen, Kinder und Alte nach Russland zu bringen. Der Russland-Ukraine-Konflikt ist heute auch Thema im Presseclub, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. In der kanadischen Hauptstadt Ottawa hat die Polizei die wochenlangen Proteste von Truckern vor dem Parlament beendet. Bei der Räumung wurden seit Freitag 170 Menschen festgenommen. Die Proteste hatten sich zunächst an der Impfpflicht bei Grenzübertritten entzündet und richteten sich später allgemein gegen die Corona-Politik der Regierung. In Guba im Nordwesten Äthiopiens ist die erste von insgesamt 13 Turbinen des Nilstaudamms ans Stromnetz gegangen. Die noch im Bau befindliche Talsperre wird nach ihrer Fertigstellung der größte Staudamm Afrikas. Der Sudan und Ägypten befürchten, dass durch das Bauwerk künftig zu wenig Wasser den Nil herabfließt. Die Staaten ringen um ein Abkommen, wie der Staudamm zu betreiben sei. Am letzten Tag der Olympischen Winterspiele in Peking haben Emma Eicher, Lena Dürr, Julian Rauchfuß, Linus Strasser und Alexander Schmidt Silber im Ski-Alpin-Teamwettbewerb gewonnen. Francesco Friedrich sicherte sich Gold im Viererbob. Sein Anschieber Thorsten Margis wird bei der Abschlussfeier in knapp einer Stunde die deutsche Fahne tragen. Teamkollege Johannes Lochner holte die Silbermedaille. Mit 12-mal Gold, 10-mal Silber und 5-mal Bronze beendet das deutsche Team die Olympischen Spiele auf Platz 2 im Medaillenspiegel. Das Wetter. Heute vom Nordwesten und Westen bis in die Mitte Regen mit lokaler Hochwassergefahr. Im Süden Auflockerungen. Sehr windig, teils stürmisch. 4 bis 12 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 17.45 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.